Hallo ihr Lieben, willkommen bei Schmusipoo zum neuen Video. Ich wollte euch nur mal zeigen, was ich heute gekauft habe. Ja, nicht viel, ein paar Bodies habe ich gekauft. Ich war heute bei Action, habe alles selber bezahlt. Ja, ist unbezahlte Werbung. Ja, ich hatte mal ein Video gesehen von einer Mama, also die ein echtes Baby hat, und die war auch bei Action und hat dann auch so ein Paket Bodies mitgebracht, und die gefiel mir so gut. Und dann habe ich gedacht, musst du dir auch mal gucken, ob du dir mal vielleicht welche mitbringst, weil ja, die findet man eigentlich recht selten. Ich weiß nicht, Kick hat vielleicht auch mal so welche, aber auch in größer. Ich weiß nicht, ob die auch in kleiner haben. Und ich glaube, H&M hat auch solche. Jetzt habe ich drei verschiedene Größen mitgebracht. Ein Paket war auf und dann stand dann da drin 74,80. Und dann habe ich mir den Body angeguckt. Da habe ich gedacht, nee, also das kann niemals 74,80 sein. Also die fallen ganz komisch aus, die Größen. Ich weiß nicht, ob das einem von euch auch schon aufgefallen ist. Ob das irgendjemand aufgefallen ist, aber ich habe mir den angeguckt, das war höchstens eine 62, 68. Ja, also sah eher aus wie 62. Ich habe jetzt einfach mal drei Pakete mitgebracht, in drei verschiedenen Größen. Und dann schauen wir uns die mal an. Ich habe zweimal weiß und rosa, die hier. In zwei verschiedenen Größen, einmal in 50, 56, ich packe die gleich mal aus, einmal in, und in 74, 80. Ich habe extra 74, 80 mitgebracht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die mein Toddler da reinpasst. Also die Leandra wird da nicht reinpassen, kann ich mir nicht vorstellen. Und einmal in 62, 68, mal sehen, wer da letztendlich reinpasst. Normalerweise trägt die Gaiola ja 56 bis 62, auch 68, kommt immer darauf an, wie die Teile, also wie die Klamöttchen ausfallen. Wir fangen mal mit der kleinsten Größe an. Das sind welche mit Ärmchen, ne? Die hatten da auch noch, wie viel waren da drin? Vier Stück. Das waren aber ohne Ärmchen, Bodies, aber auch sehr schöne. Für Mädchen, für Jungs habe ich sogar keine gesehen. Wenn ich nächstes Mal nochmal bei Action bin, dann gucke ich aber nochmal. Vielleicht bin ich auch nochmal in eine andere Filiale dann. Ich wollte nämlich mal wieder was aussortieren. Ja, also das, ja, das geht aber. Was ist das jetzt? 50, 56, da kann man eigentlich nicht meckern. Also die Größe kommt eigentlich hin. Das ist jetzt 50, 56. So, schön. Ich mag ja dieses Gerippte, ne? Finde ich total klasse. Das gefällt mir richtig gut. So, vergleichen wir gleich mal. Ich lasse den rosafarbenen mal hier liegen. Das ist das erste Päckchen. Dann nehme ich mal das hier, weil das die nächstgrößere Größe ist, 62, 68. So. Nehmen wir mal den grünen. Der ist ja auch hübsch. Ja, doch. Das ist doch, wo die sehr schmal sind, ne? Aber ich finde schön, dass die hier oben nicht so weit sind. Ich finde das furchtbar, wenn die hier oben so weit sind, gerade bei Reborns, wenn dann da unter Stoffkörper rausguckt. Aber schön, richtig tolle Farbe. Kommt jetzt in der Kamera nicht so rüber. Ich weiß jetzt nicht, wenn das Video hochgeladen ist, wie das dann ausschaut. Was steht denn da drin? Hudadu, Hudadu. Wie gesagt, das ist unbezahlte Werbung. Habe ich selber bezahlt. So, also
Ja, doch. Ist doch ein Unterschied. Ich hatte mich nämlich, wie ich den ausgepackten Body gesehen habe mit 74, 80, habe ich gedacht, der fällt aber klein aus. Ja, kann auch manchmal täuschen. Mal schauen. Also das ist jetzt 74, 80. Dann nehme ich dann noch mal den rosanen. Ich weiß es nicht. Kommt mir trotzdem klein vor für 74, 80. Was meint ihr? Entschuldigung. So, ich zeige euch schon mal die Rückseite. 62, 68 und 74, 80. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leandra da reinpassen soll. Vielleicht irre ich mich auch. Ja, müsste man einfach ausprobieren, ne? Ansonsten muss ich gucken, wer da reinpasst. Aber ich finde die Body sehr schön. Ne? Jetzt noch mal so ein weißer. 62, 68, 74, 80. Ja, wie gesagt, das muss man dann austesten, wer da am besten reinpasst. Das ist wieder 74, 80 und hier ist ja noch der kleine. Jo. Aber sehr schön, muss ich sagen. Also, ich weiß jetzt gar nicht, was haben die gekostet? Etwas unter 4 Euro. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. 3 Euro, irgendwas, glaube ich. Ich kann euch das wirklich nicht mehr sagen. Aber richtig schöne Bodies sind das. Ja, so, ich mache mal nochmal hoch hier. Ja, und die Farben. Und theoretisch könnte das auch ein Junge tragen. Ich weiß nur nicht, ob Jungs so gerippte Sachen tragen. Keine Ahnung. Als mein Sohn klein war, gab es sowas gar nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ich finde das richtig schön. Manchmal denke ich mir schon, dass es viel schönere Mädchensachen als Jungensachen gibt. Habe ich manchmal so Gefühl. Ja. Aber wie gesagt, diese gerippten, auch das Weiße, könnte jetzt theoretisch auch ein Junge anziehen. Ne? Ist eigentlich, ich bin da jetzt auch nicht so genau. Ja, und das war es eigentlich schon. Könnt euch ja selber mal ein Bild machen. Wie gesagt, ich finde das ziemlich schmal fürs 74,80. Aber gut, kommt ja auch mal auf den Schnitt drauf an und die Größen, die je nachdem, wo man es kauft. Kauft man bei Kick 50, 56, dann sind die Sachen manchmal so groß, dass es eigentlich eine 62, 68 auch teilweise sein kann. Ne? Und fährt man dann nach, wie heißt es, C&A, da sind die 50, 56 Sachen oft so klein. Ne? Ja, ist halt unterschiedlich. Ja, das war's schon. Was ich euch zeigen wollte. Mehr habe ich heute nicht. Ich habe zwar noch was andere Sachen gekauft bei Action, aber keine Bastelsachen. Da habe ich mich vornehm zurückgehalten, weil ich noch so viel Kram habe. Ich bin auch eigentlich dahin gefahren, um ein paar Haushaltsartikel zu holen, Müllbeutel. Die haben da ganz tolle Müllbeutel. Und Allzweckreiniger habe ich da gekauft, den ich ganz toll finde. Und die haben auch so immer so schöne Sachen, wo man so Körbe und Aufbewahrungs Dosen und was auch immer. Die haben da eigentlich immer ganz schöne Sachen. Das habe ich noch gekauft. Ein paar Socken für meinen Mann und für meinen Sohn. Für mich ein paar Socken. Und ja, das ist ja alles uninteressant für euch. Und ja, ein bisschen Süßkram. Der kommt ja auch immer mit. Aber jetzt so Bastelsachen. Nee, also da habe ich mich heute, wie gesagt, zurückgehalten. Da brauche ich auch heute kein Video hochzuladen. Ich habe ja auch noch einen Bastelkanal, aber da brauche ich heute nichts hochzuladen, weil ich da in der Bastelabteilung nur mal geguckt habe, ob die Stempel haben. Aber nee. Nee, da war nichts, was ich hätte mitnehmen wollen. Und ja, wollte ich auch nicht. Ja.
Ich hatte, wie gesagt, die Bodies gesehen in einem anderen Video und habe mich dann da nochmal wieder in der Babyabteilung aufgehalten. Ich wollte auch ein paar Schnuller mitnehmen, obwohl ich auch genügend Schnuller habe. Aber die waren alle 74, also ab 6 bis 36 Monate steht da immer drin. Oder 6 bis 12. Ich wollte eigentlich noch mal wegen so ein paar kleine, aber da waren alles nur so ab 6 Monate, glaube ich, oder ab 3 Monate, ich weiß es nicht. Und Söckchen habe ich letztes Mal noch mitgenommen, als ich mal da war, da habe ich auch genug. Ja, und ansonsten, ja, man muss ja auch ein bisschen aufs Geld achten, ne? Gestern ist bei Stromrechnung schon eingetrudelt und ist alles so teuer geworden. Da muss man das Geld zusammenhalten. Naja, gut. Aber genug gesabbelt jetzt. Das war's, was ich euch zeigen wollte aus meinem kleinen Haul hier. Ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen, schönen Tag. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ja, ich grüße euch alle ganz lieb und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss, eure Schmusipu.